إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Der Vortrag war Prophet des Islam, Prophet der Barmherzigkeit. Das habe ich an einer Universität gehalten vor ein paar Tagen. Und Alhamdulillah, meine Resonanz war so groß, dass ich sofort nach dem Vortrag Einladungen von der Leitung der Uni bekommen habe und von Studenten, Gemeinden und ich weiß nicht, wie viele Einladungen ich danach bekommen habe. Da haben sie gesagt, ja, interessant. Und manche Leute haben gesagt, ja, wir haben jetzt eine neue Vorstellung vom Islam. Das ist so nett, diese Religion, und so angenehm und so sympathisch. Wallah azim. Ich meine, aber leider, die guten Vorträge zeichnen wir nicht auf. Oder werden beschlagnahmt. Ja, oder werden beschlagnahmt. Die sind nicht relevant. طيب. Ich empfehle natürlich unseren Brüdern, wenn sie über Islam sprechen, auch, dass sie ein bisschen Technik benutzen. Das ist gut. Man könnte auch manchmal so kleine Filme zeigen. Das mache ich manchmal hier. Ich zeige zum Beispiel, was wir von Aktivitäten haben, an einem Kurzfilm. Und das ist immer so, die Leute sind begeistert, wenn sie die Zahlen sehen. Manche bekommen Angst und andere sind begeistert. Aber beides heißt begeistert. Und ich empfehle auch, dass man bei den Leuten, die nicht Muslim sind, wenn man mit einem Vortrag anfängt, und bitte überlegt euch ja, und ich meine, vergisst das nicht, was ich sage. Das sind Erfahrungen von mehr als 10 Jahren in diesem Bereich. Dass man sozusagen zeigt, dass man normal ist. Dass wir normale Leute sind. Dass wir Spaß mit ihnen machen können. Dass wir, und da sollte man sich bedanken, wenn man anfängt. Wenn man über Prophet des Islam spricht, dann haben wir das Wort Prophet, Islam, Barmherzigkeit. Das sind 3 Wörter, sind hier. Da sollte man in dem Vortrag sozusagen die 3 Wörter erklären. Und deshalb, erstmal über Al-Islam. Wenn du auch ein bisschen arabische Wörter schreibst und sowas, das ist schön. Weil die Leute, begeistert und so. Der Islam. Erstmal am Anfang erklärst du, wer Muslim ist und wer Muslimer ist. Sagt man, ach, das ist normal. Das stimmt nicht. Wisst ihr, dass unsere Muslime uns nennen Mohammedaner und Musliman? Unsere Muslime sagen, ich bin Mohammedaner. Mohammedaner bedeutet derjenige, der Mohammed s.a.w. anbetet. Deshalb, wer ist ein Muslim und wer ist ein Muslimer? Wir haben natürlich Mini-Muslim und Mini-Muslimer hier geholt. Ein kleines Mädchen und ein kleiner Junge. Sieht man gut? Ja. Ein Muslim und ein Muslimer sind Anhänger des Islam, die sich Allah ergeben haben. Damit die Leute verstehen, was der Unterschied zwischen Islam ist und Muslimen. Das bedeutet, Islam ist die Religion und ein Muslim, ein Muslimer sind die Anhänger. Was bedeutet das Islam? Der Islam bedeutet Hingabe, Unterwerfung, Ergebung und Gehorsamkeit. Das sind die Bedeutungen des Islam. Aber ich kenne keine Bedeutung vom Islam, Frieden übrigens. Ne? Aber natürlich, es gibt wichtige Anhänger. Das wird Hingabe zu Gott, Unterwerfung unter seinem Willen, dass man sich ergibt und Gehorsam. Das ist die Bedeutung von Islam als Wort. Natürlich, das hat auch mit Frieden, Islam als Wort, hat auch mit Frieden Wurzeln. Weil Salima, Salima, Salama, das sind alle die gleichen Wurzeln in der arabischen Sprache. Deshalb, man erzählt erstmal von Bedeutung der Religion. Islam ist Hingabe, Unterwerfung, Ergebung, Gehorsamkeit. Aber es gibt auch wichtige Inhalte des Islam. Es wird wichtige Inhalte, nicht nur die Bedeutung, sondern die wichtigen Inhalte. Und die sind Frieden und Sicherheit. Das ist natürlich ein wichtiger Inhalt. Toleranz,
Liebe, Brüderlichkeit, Barmherzigkeit, Glückseligkeit, richtige Lebensperspektive, Gleichheit sind wichtige Elemente des Islam. Die sind wichtige Elemente dieser Religion. Das wäre Toleranz, wir haben Toleranz, Liebe, Brüderlichkeit, da könnte man ein paar Wörter zu jedem Wort, sage ich, sagen. Das sind auch wichtige, barakallahu fikum, Elemente des Islam. Der Islam hat zu allen Lebenslagen der Menschen Problemlösungen vorgeschlagen. Das bedeutet, barakallahu fikum, wenn wir von Inhalten auch sprechen, Frieden, Sicherheit, Toleranz, Liebe, Geschwisterlichkeit, Barmherzigkeit, Glückseligkeit, richtige Lebensperspektive, Gleichheit. Der Islam hat zu allen Lebenslagen der Menschen Problemlösungen vorgeschlagen. Dann kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, barakallahu fikum, und zwar, Islam verbindet Verstand und Gefühl, Logik und Natur, Praxis und Theorie. Das wird wir haben das Ganze. Islam ist nicht nur, dass man in die Moschee geht, sondern, oder dass man sagt, ich glaube und einfach. Nein, das ist mehr als das. Verstand, du benutzt deinen Verstand in unserer Religion. Und deine Gefühle sind wichtig in unserer Religion. Deine Logik ist wichtig, deine Natur ist wichtig, deine Praxis ist wichtig und deine Theorie ist wichtig. Und alles zusammen wird verbunden in dieser Religion. Es gibt natürlich für diese Religion Quellen. Und die Hauptquellen des Islam sind Koran und Sunna. Koran ist das Wort Allahs. Das Wort Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, dieses Wort über Engel Gabriel, den Propheten Muhammad s.a.w. offenbart. Und das damalige Koran ist das heutige Koran, kein Buchstabeunterschied. Wichtig, dass man das versteht. Das wäre der damalige Koran, ist der heutige Koran. Kein Wortunterschied, kein Buchstabeunterschied. Und die andere, weil die meisten Leute denken, dass nur der Koran die Quelle für den Islam ist. Und das stimmt nicht. Der Koran ist die Hauptquelle, ja, aber auch die Sunna. Die Sunna vom Propheten, Sunna ist ein neues Wort für die Leute, die verstehen das nicht. Deshalb sollte man ihnen erklären, Sunna ist, was der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, gemacht hat, getan hat, entschieden hat, was er auch bestätigt hat. Das bedeutet, seine Methode und Mythologie, die Religion zu praktizieren. Das ist die Sunna. Die Sunna ist die Erklärung des Korans, die Erweiterung des Korans. Die Sunna ist sozusagen der praktische Teil der Praktizierung der Religion. Wir verstehen den Islam so, das richtige Wissen haben. Und das richtige Wissen muss man belegen und beweisen. Und das nimmt man von den Quellen der Religion. Das wird das richtige, bewiesene Wissen. Den Glauben, was auf Wissen basiert ist, mit Gewissheit und Überzeugung im Herzen verinnerlichen. Du musst den Glauben im Herzen verinnerlichen, ohne Zweifel, mit Gewissheit, mit Überzeugung. Du musst das hier tragen, weil du dann überhaupt keinen Zweifel hast an deiner Religion. Den Glauben mit der Zunge bestätigen, indem du sagst, ich bin Muslim. Nicht, dass du dich schämst, zu sagen, ich bin Muslim. Dann den Glauben mit Taten beweisen, praktizieren. Das heißt, wenn man vom Islam spricht, da spricht man nicht nur von einem Muslim, der sagt, ja, ich glaube an Allah. Das ist genug nicht. Du musst an Allah glauben, du musst diesen Glauben bestätigen, praktizieren, du musst Wissen haben. Wenn du kein Wissen hast, dann kannst du auch nicht richtig glauben. Und das ist der Unterschied zwischen uns und anderen Religionen. Andere Religionen sagen, glaube einfach, Punkt, fertig. Aber wir sagen, nein. Glaube ohne Wissen, ohne Beweis, geht nicht. Um den Islam kurz zu fassen. Was brauchen wir, dass wir den Islam erklären? Wir brauchen drei Punkte, drei Hauptpunkte. Der Glaube an Allah, der Glaube an unseren Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und wir bekommen den Lohn. Das heißt, wenn man Allah anbetet, Allah ist der einzige Gott. Und hier kannst du ein paar Wörter dazu sagen. Wer ist Allah, wer ist der Prophet Muhammad und was ist der Lohn? Wir beten Allah an, weil wir Allah lieben, weil wir dankbar sind, weil Allah die Anbetung gebührt, weil wir Allah fürchten und auf seine Barmherzigkeit hoffen. Deshalb beten wir Allah an.
Allah ist der einzige Gott, der uns alles gegeben hat, der sieht, der hört, was wir tun. Er hat die schönsten Namen, die vollkommenen Attribute. Und hier ist dir überlassen, dass du schöne Wörter aussuchst, um sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala seitens seiner Eigenschaften und Attribute und Namen zu beschreiben. Dieses Emotionelle jetzt vorzustellen. Wenn man Allah allein und einzig anbetet und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt, dann bekommt man Belohnung. Diese Belohnung ist das schöne Leben und das Paradies im ewigen Leben. Das ist unsere Religion einfach. Unsere Religion ist so einfach, dass wir an Allah glauben, der ist der einzige Gott, der ist unser Herr, der sieht uns, der hört uns. Und wir danken ihm, wir lieben ihn und wir tun, was er uns gesagt hat. Wir folgen den Propheten allen und dem letzten davon ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir wollen schön leben. Das schöne Leben heißt nicht dicken Wagen und großes Haus oder in die Disco zu gehen und nur zu tanzen und zu saufen, sondern das schöne Leben heißt, dass man Ruhe im Herzen bekommt. Dass man dieses Gefühl hat, ich habe einen Sinn und das Leben hat einen Sinn und ich bin hier, um einen Zweck, um ein Ziel zu verwirklichen in meinem Leben. Und das ist das Leben des Herzens. Viele Leute haben viel Geld, aber die sind unruhig und die sind nicht glücklich und die haben keine Glückseligkeit. Deshalb, man bekommt den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala, dass man das schöne Leben hat und dann am Ende das Paradies. Im Paradies gibt es kein Neid, keine Probleme, kein Hass, keine schlechten Gefühle. Es gibt keinen Kummer und es gibt keine Krankheit oder es gibt überhaupt keine Verpflichtung mehr im Paradies. Da haben wir gesagt, wir werden jetzt über unseren Propheten sprechen. Das, was ich erzählt habe, die ersten, das kannst du immer als Vorlage nehmen. Vorlage. Erstmal der Islam. Was bedeutet der Islam? Wer ist Muslim, wer ist Muslime? Wie verstehen wir den Islam? Was sind die Hauptquellen der Religion? Und diese drei Sachen. Allah, den Propheten, das Paradies. Und da könnte man, wenn man möchte, Säulen des Islam vorstellen. Und Säulen des Iman vorstellen oder des Ihsan. Das hängt von Niveau ab und das hängt auch von den Leuten ab. Das bedeutet, wenn die Leute jetzt zum Beispiel Erwachsene sind und die haben ein bisschen Ahnung, da könnte man was anderes sagen. Jetzt werden wir über den Propheten sprechen. Passt auf, das nimmt ihr sozusagen, man nimmt das als Basis erstmal. Was ist Islam? Wer ist Muslim? Was sind die Quellen? Was sind die? Und da könnte man verschieden machen. Das wird, wenn ich über Integration spreche, dann fange ich danach mit Integration. Wenn ich über Krankheiten in der Religion, Tod in der Religion oder sage ich jetzt Propheten, egal was anderes, dann fängst du das neu dann an, nachdem man das du vorgestellt hast. Wir werden über den Propheten sprechen sozusagen. Was brauchen wir für die Leute, dass sie von unserem Propheten erfahren? Erstmal natürlich, Barakallahu fikum, dass ein Moslem an alle Propheten glaubt. Und das ist sehr wichtig übrigens. Weil viele Leute denken, wir Muslime, wir glauben an keinen Propheten außer unser Propheten. Das stimmt nicht. Wir glauben an alle Propheten, alle Gesandte. Der letzte davon ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ein Moslem muss ihm in allen Handlungen der Religion folgen. Das sind sozusagen Eckpfeiler. Dann Barakallahu fikum, man erzählt ein bisschen von Geschichte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, im Jahre 571 oder 570 ist er in Mekka geboren, sallallahu alaihi wasallam. Sein Vater starb, während seine Mutter mit ihm schwanger war, sallallahu alaihi wasallam. Seine Mutter starb, als er 6 Jahre alt war, das heißt, als weißes Kind ist er aufgewachsen.
Sein Großvater starb als 8 Jahre. Und da erklärt man hier, wie die Sache war. Also die Sache war so, erstmal der Vater, die Mutter, der Onkel, der Großvater, die kümmern sich um ihre Kinder, weil dort Familien waren und die lebten alle zusammen und so weiter. Sein Onkel kümmerte sich um ihn, Abu Talib. Mit 20 Jahren arbeitete er für Khadija radhiyallahu anha. Mit 25 hat er sie geheiratet. Mit 40 wurde ihm der Islam offenbart. Mit 63 starb er. Das sind so ein paar Eckdaten. Da könnte man hier auch die Auswanderung vielleicht nehmen dazu. Wann er ausgewandert ist und so weiter. Aber das ist genug so allgemein zu erzählen. Und eher bitte wichtig, dass man erklärt, was ist die Weisheit, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ohne Vater, ohne Mutter, ohne sozusagen Familie aufgewachsen war und dass sein Onkel sich um ihn gekümmert hat und dass sein Onkel arm war und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch Schafe gehütet hat, damit er seinem Onkel hilft und damit er das lernt, wie das bedeutet, dass das Leben schwer ist. Nicht, dass man nur von etwas erzählt, was man nicht kennt, ja? Aber der Prophet hat das erlebt. Was bedeutet, dass man arm ist, dass man sozial schwach ist, dass man ungerecht behandelt wird und so weiter. Damit er das, was er erklärt und erzählt, der erzählt das vom Herzen, weil er das erlebt hat. Das ist anders jetzt als eine Person, die etwas spricht, was er niemals erlebt hat. Dann seine Eigenschaften, salawatullahi wa salam. Und das ist wichtig. Und hier könnte man viel erzählen, ja? Treu war er, wahrhaftig war er, Scham war er, liebenswert, Analphabet war er, hilfsbereit, weise, angesehen, menschlich, gastfreundlich, tapfer, arm, geduldig. Da könnte man viele andere Eigenschaften hier, barakallahu fikum, erzählen von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und da könnte man zu jedem, treu ist das gleich, da könnte man zu jeder Eigenschaft so etwas erzählen, ja? Was bedeutet treu? Was bedeutet wahrhaftig? Warum war er wahrhaftig? Die Leute haben ihn der Wahrhaftige, der Treue genannt. Und der war hilfsbereit. Und wichtig ist hier, dieses Weise. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war Analphabet und war arm. Das heißt, der war weder König noch reich. Die größte Auswanderung war nach Medina. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebte in Mekka 13 Jahre. Sie haben ihn gefoltert, sie wollten ihn am Ende töten, dann hatte er keine andere Möglichkeit, außer dass er Mekka verlässt. Als er in Medina war, der hat Verträge mit anderen Religionen gehabt. Mit Juden hat er Vertrag, Friedensvertrag sofort gehabt. Die Juden dürften mit ihm leben und er mit den Juden und sie dürften handeln und so was. Es gab kein Problem für uns. Ach, wir wissen, dass sie Juden sind, aber die könnten unter uns leben. Nicht, dass man die anderen bekämpft, aber unter bestimmten Bedingungen, dass man die Medina schützt und dass man treu zueinander bleibt. Und 8 Jahre danach hat man Mekka befreit, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mekka befreit von Götzendienerei, von Sklaverei, von Unheil, von Unmenschlichkeit, von diesen schlechten Eigenschaften, die die Mekkaner gehabt haben. Und dann 2 Jahre. Und hier, barakallahu fikum, könnte man viel erzählen, ja? Diesen Eckdaten jetzt. 3 Jahre später hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Abschiedspilgerreise und dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben. Der Prophet Muhammad ist ein Mensch, aber er ist Gesandter Allahs. Und wenn er gestorben ist, dann bleibt seine Sunna. Einige Beispiele aus seinem Leben. Des Verkünder frohe Botschaft und Warner vor der Hölle. Und hier kannst du 2, 3 Beispiele nennen. Beispiel 1. Nennst du das Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mein Gleichnis und ihr ist wie eine Person, die Feuer gezündet hat und dann kamen die Motten und die Tiere und sie wollten rein und der will nicht, der sagt, nein, geht zurück. Aber die wollen unbedingt in die Hölle. Und das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der versucht uns von der Hölle zu retten und von der Hölle wegzuschicken, aber wir wollen unbedingt in die Hölle, indem wir Unglaube haben, indem wir das Schlechte tun und indem wir sündigen. Zweitens,
Man konnte ihnen noch ein Beispiel erzählen, und zwar der Prophet Muhammad sallam sagte, mein Gleichnis und ihr ist wie ein Mann, der Haus gebaut hat, und der hat einen Aufrufer geschickt, dass er die Leute zu Essen einlädt. Derjenige, der gekommen ist, der hat von diesem Essen gegessen, von diesem Früchten gegessen. Derjenige, der das nicht gemacht hat, ist draußen geblieben. Und das ist diese Religion und das Paradies und der Prophet Muhammad sallam. Wer ihm folgt, kommt ins Paradies, wer nicht, dann hat verloren und er wird von den Früchten des Paradieses nicht essen. Barmherzigkeit für alle Welten war der Prophet Muhammad sallam. Seine Barmherzigkeit war nicht nur für die Menschen, sondern das war auch für die anderen. Der war Vollendung des Prophetentums, sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesagt, auch Jesus übrigens, in der Bibel sagte Jesus, Friede sei mit ihm, der sagte, es gibt einen Stein. Alle Bauarbeiter wollten diesen Stein an seine Stelle nicht bringen. Und das ist geblieben. Eckstein ist das. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Propheten, wir sind das Gleichnis von Propheten, ist wie ein Haus. Man hat das fertig gebaut, außer Stelle eines Steines. Man hat das nicht an die ihre Stelle gebracht. Ich bin dieser Stein. Allahu Akbar, wie schön das ist. Ja, Erleichterung in der Religion hat er uns gebracht. Er hat viel erleichtert, was schwer bei den anderen war. Er hat Menschenrechte und Toleranz, sallallahu alaihi wa sallam. Weil er die Sklaven wie die Herren gemacht hat. Und er hat die Araber oder die anderen gleichgestellt. Es gab keinen Rassismus, keinen Nationalismus. Es gab für die Frauen auch Rechte. Und da konnte man über Frau vor dem Islam und Frau nach dem Islam sprechen. Sie durfte nicht erben, sie darf erben. Sie hat die Möglichkeit nicht gehabt, ihre Meinung zu äußern. Nach dem Islam könnte sie das machen. Sie könnte zwangsverheiratet werden, nach dem Islam dürfte das sie nicht. Oder durfte man mit ihr das nicht machen. Es gibt keinen Zwangsheirat. Und hier konntest du ein paar Sachen sozusagen erklären. Wir haben keinen Zwangsheirat, wir haben diese Ehrenmorde und so alles nicht. Es gibt auch Rechte für die Tiere. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns von einer Frau erzählt, die in die Hölle kommt, weil sie eine Katze getötet hat. Und der hat einmal gesehen, ein Vogel, dieser Vogel fliegt, der hat gesagt, wer hat die Küken von dieser Mutter weggenommen? Dann hat ein Sahabi gesagt, ich, der hat ihm gesagt, gib ihr das zurück. Man faja'a hadihi bi baniha, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese Worte auf Deutsch, die sind sozusagen schwer zu übersetzen. Das heißt, wer hat bei ihr Katastrophe gemacht, dass man ihre Küken weggenommen hat? Sagte, gib zurück. Und der Prophet hat uns von einer Frau erzählt, die ins Paradies kommt, weil sie einen Hund zum Trinken gegeben hat. Wenn die Tiere Rechte haben, dann was sagen wir bezüglich Menschen? Wir wollen niemanden töten, wir wollen niemals Schlechtes oder Unheil stiften, wir wollen hier Frieden. Und wir wollen Rechte für alle Menschen und für alle Geschöpfe, das ist unsere Religion. Deshalb war der Prophet menschlich. Und er hat die Menschlichkeit bestätigt in seinem Leben, durch sein Verhalten und durch seine Verträge mit den anderen. Die Standhaftigkeit, man hat die Sahaba gefoltert und man hat sie getötet und der Prophet sagt, zeigt Geduld. Und er hat niemals erlaubt, dass die Leute in Mekka Schwerte tragen oder etwas machen. Und er hat viele Prophezeiungen, sallallahu alaihi wa sallam, uns erwähnt und genannt. Und man könnte von Prophezeiungen sprechen, von verschiedenen Sachen und wissenschaftlichen Dingen. Der Prophet hat uns auch zur Integration gerufen, übrigens, wenn man das nicht weiß. Wir wollen eine gerechte Integration, aber welche Integration? Der Prophet sagte, der Muslim, der mit den Leuten zusammenkommt und der zeigt Geduld, wenn sie auch ihm Schlechtes tun, ist besser als der Muslim, der sich abschottet und der verlässt die Leute. Das ist ein Zeichen für Integration, aber eine gerechte Integration. Eine Integration, die besagt, die Muslimen und die Christen und die Juden sind auch gleich und die Religionen sind gleich und wir wollen Gleichstellung mit anderen Religionen. Aber wieso gibt man uns das nicht? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb in Medina, obwohl er in Mekka geboren war und er hat Mekka am meisten gemocht, aber trotzdem ist er in Medina geblieben. Damit er uns zeigt, dass wir die Fähigkeit haben, woanders zu leben als in unseren Ländern oder Heimat. Und jetzt kommen wir zu etwas
wichtig ist, und zwar, was hat der Prophet Muhammad s.a.w. Neues für die Welt gebracht? Weil vor 2 Jahren eine Person diese Frage gestellt hat. Eine angesehene Person in der Welt, die hat diese Frage gestellt. Wer ist diese Person? Der Papst. Was hat der Prophet Muhammad s.a.w. gebracht? Ja, der hat viel gebracht. Natürlich, das sind viele Sachen, Barakallahu fikum, da kann man das auf Internetseite herunterladen bei www.arrahmanmoschee.de, und da geht man zu Presse, unter Kategorie Presse, und unten gibt es 10 Antworten auf die Frage von dem Papst Benedikt der 15. Wie heißt der Benedikt der 15. 17. Ist mir egal, auf jeden Fall. Der hat diese Frage gestellt. Was hat der Prophet Muhammad s.a.w. gebracht? Er hat so viele Sachen gebracht. Das sind viele Punkte, die man hier gesagt hat, Barakallahu fikum. Und der letzte davon, der Prophet Muhammad, Friede und Heil auf ihm, brachte der Menschheit ein vollkommenes Konzept der Brüderlichkeit zwischen den Menschen. Und er berichtete, dass es keine Bevorzugung unter den Rassen der Menschen gibt. Alle sind in ihrer Schöpfung, ihren Rechten und ihren Pflichten gleich. Er bot auch die Möglichkeit, unter seinen Gefährten durch den Dienst für die Religion und ihre Zugehörigkeit einander gleich zu sein. So war unter ihnen Suhaib der Römer, Bilal der Abessinier und Salman der Perser Seite an Seite mit ihren arabischen Brüdern. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat auch Christen und Juden und andere Religionen ihre Rechte gegeben, und er hat gesagt, ihre Würde, ihre Kinder, Vermögen und so weiter, das ist alles unantastbar. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat der Menschheit ein Beispiel gegeben, was bedeutet, dass du menschlich bist, was bedeutet, dass du barmherzig bist, was bedeutet, dass die Frauen ihre Rechte bekommen, was bedeutet, dass du deine Natur auch erlebst in deinem Leben. Und das sind viele Punkte, die kann man, barakallahu fikum, dort sozusagen zu lesen und vielleicht bringen, und barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Das ist so eine Art Erklärung, wie man über den Islam sprechen kann und was man sozusagen den Leuten erklären kann. Wir haben ein Beispiel genommen, der Prophet Muhammad s.a.w., Prophet der Barmherzigkeit. Man könnte andere Beispiele nehmen. Du kannst über Integration hier sprechen, du kannst über verschiedene Themen sprechen. Und ein Muslim ist fähig, über alle Themen zu sprechen, aber wichtig ist, dass du erstmal die Wahrheit sagst, dass du deiner Religion treu bleibst. Drittens, dass du Allah fürchtest. Viertens, dass du mit Weisheit sprichst und dass du sozusagen dich nicht provozieren lässt. Die erste Frage nach meinem Vortrag war, im Koran steht in Sura 9, Ayah 5, und tötet sie und sowas. Ich habe gesagt, Moment, was steht in der Bibel? Er hat gesagt, steht sowas gar nicht. Ich habe ihm gesagt, Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu stiften. Ich bin gekommen mit einem Schwert in der Hand, damit ich es wichen, dem Vater und seinem Sohn und der Mutter und ihrer Tochter trenne. Was bedeutet das Schwert? Und er sagte, meine Feinde, die mich nicht anerkennen, holt sie vor mir und schlachtet sie vor meinen Füßen. Matthäus. Und danach, nach dem Vortrag, habe ich einen von diesen Christen. Ich habe ihm gesagt, bitte schau mal, was steht in Römer 10, 26. Ich habe gesagt, schau mal, ich will jetzt nicht über die anderen Religionen sprechen. Ich will über meine Religion sprechen. Ich bin alhamdulillah fähig, sozusagen dir zu sagen, was steht in euren Büchern. Aber der hat gelesen, der hat gesagt, das lese ich zum ersten Mal. Da habe ich gesagt, das ist euer Problem. Ihr kennt weder euer Buch noch unsere Religion. Und das ist das Problem, wie Allah das im Koran gesagt hat. Sag barakallahu fikum. Man könnte sozusagen den Leuten etwas hier erklären und über Religion. Und wenn man provoziert wird, da sollte man passen. Ich meine, wenn du das nicht sagst, du, das ist nicht unser Thema. Dann nach ein paar Fragen, 5, 6 Fragen, dann stand einer, der hat gesagt, schauen Sie mal, ich möchte jetzt eine Antwort haben, weil Sie immer die Fragen ausweichen. Aber bitte keine Ausweichung jetzt. Ich habe gesagt, ja, wir sind in einem demokratisch-freiheitlichen Land
Und jeder hat seine Meinung. Und ich danke Ihnen, wenn Sie sagen, ich weiche aus, kein Problem. Du sollst locker sein. Da habe ich gesagt, aber ich habe das nicht gemacht. Aber für Sie ist das so, weil Sie die Basis nicht verstehen. Auf jeden Fall, Barakallahu Fikum, das war so etwas, was man erzählen kann und was man sagen kann. Kannst du mir nochmal sagen, wie dieser Ibn Nawfal war? Waraq ibn Nawfal, wer das war? Waraq ibn Nawfal war Cousin von Khadija. Und er hat Hebräisch gelernt und er könnte lesen in Bibel und Tora. Und der war ein Muwahhid, der hat Allah allein und einzig angebetet. Und als sie bei ihm war, sie haben ihm erzählt, wie die Geschichte war mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der hat gesagt, das ist An-Namus, das ist der Engel, der zu Moses gekommen ist. Und pass auf, Waraqa sagte nicht zu Jesus, sagte zu Moses. Und das hat natürlich eine Bedeutung in der Religion, aber das ist sozusagen ein Versuch. Ich meine, ich gebe euch noch ein Beispiel. Zum Beispiel hier, wenn wir über Integration sprechen. Schau mal, man spricht, wie ich schon gesagt habe, Muslim, Muslime, Verständnis Islam und sowas. Dann kommen wir zum Thema, sind die Muslime integriert? Was denkt ihr? Integration ja, Assimilation nein. Ja, wir sind integriert. Ja, was bedeutet Integration, Erklären und so weiter, Assimilation, was bedeutet Assimilation, was ist Konzept der Assimilation, was sind die Unterschiede zwischen Integration und Assimilation, Integration ist keine Einbahnstraße, Integration hat Schritte, das ist meine sozusagen Definition dafür. Und hier ist schöner, Berliner Antisemitismusstreit. Aktivitäten, die Integration, so weiter. Und dann zuletzt, Islam fördert Integration. Weil die sagen, die Muslime wollen sich nicht integrieren. Aber sie sagen doch, unsere Religion fördert Integration. Und so könnte man erzählen. Wenn man über ein anderes Thema sprechen möchte, da könnte man Barakallahu Fikum was sagen. Das war nur ein Versuch, wie ich schon gesagt habe, wie man über verschiedene Themen, über unsere Religion spricht. Und ein Muslim, Barakallahu Fikum, der schon Ahnung von der Religion hat, der soll das machen. Wenn ihr das nicht macht, dann geben wir die Möglichkeit, diese Euro-Salat, das sie machen. Das ist wirklich unser Fehler. Unser Fehler ist, dass wir die Möglichkeit, diesen Euro-Salat gegeben haben, dass sie sozusagen als Vertreter für die Muslime werden. Und das dürfen wir niemals. Wir sind Muslime, wir lieben Allah subhanahu wa ta'ala, wir lieben diese Religion, wir sind treu. Inshallah. Nicht diese Leute, die lügen über Allah und lügen über Propheten und die sind bereit. Bei Allah, ich war mit ihr einem von diesen Eurosalat einmal in einem Vortrag, in einem Kirchentag. Der sagte, ich schäme mich dafür, was die Muslime früher gemacht haben. Der schämt sich, dass die Muslime Mekka befreit haben. Möge Allah uns bewahren. Nein. Ich habe eine Frage, wie kann ich am besten darauf antworten, auf dieses Argument, was öfters ich zu hören bekomme, ja, Religionsfreiheit, sozusagen Muslime dürfen den Islam nicht mehr verlassen, sie werden eventuell getötet und dann halten sie so ein Buch vor, wo dann drinnen steht, ja, bin Imam Malik, da steht drinnen, er hätte gesagt, jeder, der den Islam verlässt, muss ja, habe ich verstanden, getötet werden, 3 Tage und so weiter. Ja, wie soll ich jetzt ein Nicht-Muslim darauf antworten, argumentieren, was sage ich am besten? Da sagst du ihm erstens, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Weil diese Sachen, die stehen in Tora und auch in der Bibel. In Bibel steht in Römer 10, 26, wer das Gesetz Mose verletzt, sollte mit dem Tode verurteilt werden, ohne Erbarmen. Uff, war eine Sünde nur begeht. Sollte getötet werden. Was ist das? Deshalb, wer im Glashaus sitzt, sollte. Zweitens, wir, wenn die Leute zu uns kommen und sagen, wir wollen Muslim werden, dann sagen wir, stopp. Bevor du diese Entscheidung triffst, dann sagen wir dir, es gibt kein Zurück mehr. Willst du herzlich willkommen? Willst du nicht? Bitteschön. Keiner hat dich gezwungen.
Dann was wollen Sie von uns mehr? Töten und Schwarzen! Sagst du, wir sind in Deutschland, wir wollen hier weder töten, noch in den Mond fliegen, ja? Wir wollen auch keinen Tourismus in All machen. Wir sind in Deutschland. Und wir sind Muslime hier. Wir reden über unsere Rechte. Gibt uns erstmal unsere Rechte, die wir haben. Also, gibt uns die religiöse Freiheit. Gibt uns die Freiheit der Religion und dann sprechen wir über andere Themen. Aber was bringt uns jetzt, wenn wir über diese Themen sprechen? Ja, das sind provozierende Fragen von nicht. Ja, deshalb habe ich die gesagt, lass dich nicht provozieren. Zum Beispiel mit diesen Afghanen oder hier mit den Zwangskonvertierungen, die jetzt. Sag ihm, willst du Deutschland mit Afghanistan vergleichen? Ja, die bringen aber so eine Beispiele. Kleinen Moment, sagst du ihm sofort, willst du Deutschland mit Afghanistan vergleichen? Dann sagt er, nein, nein, dann sagst du ihm, dann stell diese Frage nicht. Du sagst auch, wie soll denn nicht so sein, als so die Leute, die so stehen und die haben nur Angst, die anderen, die sollen alles sagen, was er will. Ich sage Ihnen in meinem Vortrag, okay, ich weiß, dass Sie nicht mit dem Islam zufrieden sind und einverstanden sind, sonst wären Sie alle Muslim geworden. Wenn Sie mit allen Sachen des Islam einverstanden seid oder sind, dann sollten Sie Muslim werden, aber Sie sind nicht. Und deshalb muss man Geduld zeigen mit diesen Leuten, weil die meisten auch, die haben kein Wissen. Wichtig ist, dass du auch bestimmte Sachen erklärst, dass wir hier für Frieden sind, dass wir hier, und das sage ich nicht jetzt aus strategischen, taktischen Gründen, ja. Ich sage die Wahrheit, wir wollen hier weder Kämpfe noch was anderes tun. Wir wollen hier nur unsere Religion praktizieren, pflegen. Wir wollen sozusagen, dass die Leute von dem Islam erfahren. Und das ist ihre Sache, wir zwingen keinen. Das ist, was wir wollen. Weil die meisten, die denken was anderes. Weil die immer vergleichen mit der Kirche, was die Kirche gemacht hat. Und wir sind anders. Alhamdulillah, Rabbil Alim. Deshalb sollte man aufpassen, in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Khair, inshallah. Ja, gibt es noch Vorschläge oder? Na. Wenn man jetzt eine bestimmte Gruppe hat und die zum ersten Mal etwas über die Religion des Islams hört, ist es okay, wenn man den Namen des Propheten sagt, dass man Sausalem auslässt, damit man die Leute nicht durcheinander bringt? Ja, du sagst mal Friede sei mit ihm. Oder du sagst der Prophet Muhammad. Kein Problem. Ich meine, ja, weil ich eine, das stimmt manchmal, wenn du sagst, sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die manche haben Angst davor, die sagen, du gibst Code oder Chiffre und so weiter. Ja, ja. So ist die Angst also vor dem Islam. Man hat den Leuten, ich habe Ihnen in dem letzten Vortrag gesagt, glauben Sie mir, wenn ich das selber lese, was man über mich und über den Islam schreibt, dann habe ich Angst vor mir. Ja, ich meine, na. Wenn man zum Beispiel vor Nicht-Muslimen einen Vortrag über den Islam macht, sollte man auch diese Dua machen, die man vor der Khutbah macht? Nein, brauchst du nicht. Du kannst nur sagen, Alhamdulillah oder alles Lob gebührt Allah und dann fängst du an. Und du kannst sofort anfangen, ist kein Problem. Schaut mal, Barakallahu fikum, das ist große Sache, dass die Leute uns zuhören möchten. Dass sie uns die Möglichkeit geben, die sagen, kommt, macht einen Vortrag über Islam. Die Propheten haben diese Möglichkeit nicht bekommen. Die Propheten hat man verboten, dass sie was sagen. Aber wir, man sagt uns, ja kommt, bitteschön, erzählt uns. Dann erzählen wir, was unsere Religion ist. Da sagt man, ja, wir wollen aber gutes Beispiel sein. Nein, wir wollen die Wahrheit erklären. Wir wollen das sagen, was der Islam ist. Und wenn du die Wahrheit sagst, dann wird die Wahrheit den Leuten gefallen. Die werden begeistert davon sein, weil das Menschliche ist, Natur veranlagt ist. Aber natürlich mit guten Wörtern und so weiter. Und natürlich, Barakallahu fikum, wenn man auch in der deutschen Sprache begabt ist, und wenn die deutsche Sprache leicht ist für die Person, dann ist das effektiver. Weil du die Wörter schnell im Kopf sagen kannst. Ich brauche zum Beispiel 30 Sekunden, um einen Satz zu bauen. Aber ein Einheimischer oder ein Deutscher braucht dafür vielleicht 5 Sekunden. Das heißt, der hat pro Satz 50 Sekunden Vorsprung.
Also ich brauche vielleicht einen Vortrag, ich brauche eine halbe Stunde, aber einer, der die Sprache kennt und sowas, der braucht dafür 15 Minuten. Aber etwas bleibt hier, dann braucht man Wissen. Und nicht immer angreifen und nicht immer verteidigen. Ein bisschen geben, nehmen. Geben, nehmen. Manchmal schweigen, manchmal reden. Und Wallahu ta'ala ala alam, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك